Ciao Nino, tutto bene. Ciao, grazie. Er ist zur Ikone junger italienischer Expats in der Schweiz geworden. Giulio Sofran. Vor 6 Jahren kam er in die Schweiz und gründete die Gruppe Goodbye Mama. Zur Unterstützung und Beratung von Landsleuten, die hier von einem besseren Leben träumen. Wir haben eine Website erstellt und eine Facebook-Gruppe gegründet. Mittlerweile sind wir rund 25.000 Menschen, eine große Bewegung. Wie in den 1960er Jahren bilden Italiener erneut die größte ausländische Bevölkerungsgruppe in der Schweiz. Damals ließen viele sogenannte Gastarbeiter ihr Leben in Italien zurück für eine Stelle in der Schweiz. So erging es auch Mauro Proietti. Er wanderte in den frühen 60er Jahren aus Mittelitalien aus. Mit Besorgnis verfolgt er heute die Entwicklung in seinem Heimatland. Es gibt viele junge Menschen, aber auch 35- bis 40-Jährige mit ein oder zwei Kindern, die mich fragen, wie sie in die Schweiz kommen könnten, um hier zu arbeiten. Weil hier das Leben lebenswerter ist. Sie sehen keine bessere Zukunft. Das ist dramatisch. Mehr als 100.000 Italiener haben alleine 2016 das Land verlassen. In die Schweiz kommen vor allem gut ausgebildete junge Leute, wie Giulio, der seinen Lebensunterhalt als Architekt verdient. Die Abwanderung hochqualifizierter Arbeitskräfte, sie ist eine der großen Herausforderungen für die nächste italienische Regierung.